So, da sind wir wieder. Mit einem Drachensteak in der Hand. Also ja, einem Eisechsensteak in der Hand. Aber wir wollen ja nicht pingelig sein. Ich finde Drachen irgendwie cooler. Obwohl, so ein richtiger Drache hätte natürlich auch noch was. Ich meine, wenn es die in Dungeon Master gab, dann dürfte es die hier wohl auch irgendwo geben. Obwohl, ich denke mal, wenn sie die Dungeon Master Anspielung nehmen wollten, wären das jetzt schon die Eisdrachen gewesen. Denn die Drachen bei Dungeon Master haben ja auch Fleisch gedroppt. Und das war auch schwer und es hat auch gut satt gemacht. Also genau wie hier. So. Da wären wir. Schmeißen wir mal das unnötige Zeug jetzt mal hier auf den Boden. Er hat kein unnötiges Zeug. Er hat unnötiges Zeug. So, einen Sack mit Essen zum Dieb. Irgendwelche Notizen, die wir nicht brauchten. Kleidung, die wir nicht brauchen. Noch eine Notiz, die wir nicht brauchen. Und wir haben gleich keine Fackel mehr. So, Drachensteaks. Können wir mal ein, zwei hier liegen lassen. Oder drei oder vier oder mehr. So, jetzt aber das Wichtigste zuerst. Ein Pilzteil. Nicht da. Nicht da. Ich bin so zielsicher, dass es genau der letzte ist. Es macht nicht Klick. Oh nö. Das ist jetzt doof. Schnecke. Pilz. Brot. Ne, es kann kein Brot sein, weil Brot hätten wir aufessen können in der Zwischenzeit. Es muss irgendwas sein, was, wenn man es verwenden kann, es respawnt, also wie die Schneckenteile oder... Ne, Pilze respawnen nicht. Also Drachensteaks oder Schneckenteile. Das ist das einzige von Gegnern, was respawnt. Abgetrennte Furcht. Ein Schädel. Ha, ich will meinen Schädel aber nicht da lassen. Oh, schön. Wir können die Sachen wieder mitnehmen. Sehr, sehr schön. Den Schlüssel wollen wir nämlich auch haben. Das hatten wir hier noch. Den einen Feuer können wir da lassen. Und den Stein nehmen wir mit, denn es ist ein heiliger Stein. So, dann schauen wir doch mal, was hier so auf uns lauert. Mal Zauber vorbereiten, so. Warum hat der Dieb eigentlich kein Schild mehr? Da. So, eine Notiz. Du hast bewiesen, dass du ein wahrer Champion bist. Stark in Macht und Willen. Aber gebe Acht. Dort sind... Boah, Kontaktlinsen. Chambering things down below. Da sind, komisches Adjektiv, Dinge da unten. Wesentlich mächtiger als du bist. Hm. Okay. Schauen wir doch mal. Was haben wir hier? Die Schatzkammer. Hm. Erstmal gucken, was hier noch ist. Ein Ornamentschloss, das wir wohl öffnen könnten. Gemacht von den Toten. Ein guillotinierter Mann? Braucht mich nicht. Noch ein Schädel? Oder dieses Knochenamulett? Ting, Zanduls Orb. Gab es nicht irgendein Rook-like-Spiel, wo man sowas suchen musste? Ich glaube schon. Schöne Anspielung. So, was macht er? Wow. Energie plus 35, Willenskraft plus 5 und verstärkt den Feuerball. Wow, geil. Muss man den halten? Das können wir testen. Energie 236. Ja, muss man halten. Aber den halten wir doch gerne. Schön. Da gehen wir noch nicht rein. Wir gehen jetzt erstmal in die Schatzkammer. Oh. Oh nö. Jetzt verstehe ich den Kommentar, dass ich mir noch einen Arsch beißen werde, dass ich den Schlüssel oben benutzt habe. Denn das da sind bestimmt die Hosen von Vayla.
Und da ist ein Buch. Ich habe den Schlüssel benutzt, um eine zweite Armbrust zu bekommen. Wir brauchten nicht mal die erste. Das tut weh. Aber gut, kann man jetzt machen. Vielleicht finden wir noch ein paar goldene Schlüssel. Was nicht anzunehmen ist. Denn wenn man alle Sachen bekommen könnte, wäre die Wahl sinnlos. Ach ja. Aber wenigstens eine Sache, die man weiß. Im nächsten Playthrough macht man das anders. Klick. Stimmt eigentlich. Dank dem Patch habe ich jetzt ja Quicksave. Das wurde auch in den Kommentaren geschrieben. Gucke ich mal ganz kurz. Option. Keyconfig. Quicksave. F5. Schön. Abgespeichert. Denn lange Gänge irritieren mich seit Baldur's Gate tierisch. Blitzfallen und so. Was haben wir da? Nix. Das ist aber ein sehr komischer Gang. Ha. Hier ist bestimmt irgendwo ein Schalter im ganzen langen Gang. Oh oh. Hallo, Freund. Oh oh. Deswegen der ganz lange Gang. Lauf. Oh, das war ein schönes Ende. Mitten in der Axt gelaufen. Aber ja, wir machen inzwischen richtig mächtig Badabum. Vor allem mit diesem komischen Orb. Schöne Sache das. Vielleicht gibt es für jede Magieschule einen so einen Orb. Das wäre natürlich schick. Weil sonst wäre es ja ganz schön unfair, wenn man keinen Feuermagier hat zum Beispiel. Aber wer sagt, dass das Spiel fair sein muss? So, dich nehmen wir noch mit. Ah, kommt jetzt gleich noch ein Ogre, oder wie? Irgendwie wusste ich das. Also entweder noch ein Ogre oder eine Indiana Jones Falle. Eins von beiden wäre passend gewesen. Noch besser wäre das Ganze gewesen mit Drehern drin. Boah, das wäre gemein gewesen. Ja, ja, ich freue mich schon drauf, solche Fallen zu basteln. So, inzwischen haben wir genug Fackeln und da geht's runter. Ja, es wurde auch mal Zeit, das Level war ja tierisch lang. Gut, gut. Dann schauen wir doch mal. Und immer noch das alte Texturenpaket. Schade. Aber stimmt, wir sind ja schon mal runtergefallen, also wäre es uns da schon aufgefallen. Und mehr Bilder. Und Maden am Stock, die werden gleich gegessen. Noch jemand hungrig? Nö. Nur haben wir keinen Schlüssel. Wird aber gleich noch markiert. Ein kein SZ, schade. Ein Schloss. Und ich höre was flattern. Das werden diese komischen fliegenden Spinnen sein. Davon haben mir die zwei ja schon gereicht. Mal gucken, wie viele davon hier kommen. Mehr Statuen. Ein Knopf, der irgendwas macht. Und ja, ich will jetzt ein bisschen gründlicher alles markieren. Ich höre was ziemlich nah flattern. Ach, da bist du ja. Komisches, hässliches Ding. Ha. Na gut, du kommst nicht ran und das ist gut so. Hier sind ja überall Knöpfe. Was machst du? Oh. Du machst die Tür hinter uns zu und das Tor zu den Fliegen auf. Anscheinend. Und du? Irgendwas anderes. Na gut, einmal nachladen. Und schauen wir mal. Ich höre kein Flattern. Schon mal gut. Und der Raum sieht irgendwie genauso aus wie
der da drüben, weil hier ist wieder ein Schlüsselloch. Schloss. Brauchen wir wohl mehrere Schlüssel. Was haben wir denn da? Eine Nachricht von Torum, wie es aussieht. Mir ist aufgefallen, oder ich bin zu dem Entschluss gekommen, oder zu der Erkenntnis gekommen, dass du nur durch den... Nochmal. Dass du nur durch den Dungeon kommen kannst von oben. Ich denke, der Dungeon wurde in dieser Art designt. Aber warum? Also ja, oben ist der offensichtliche Eingang. Da werden ja Leute runtergeschmissen. Und warum? Weil es der Test ist? Also wir wurden ja eigentlich runtergeschmissen als Bestrafung für unsere Verbrechen. Und wenn wir hier lebend rauskommen, wären wir frei. Das heißt, vielleicht hoffen sie einfach, dass die Leute, die runtergeschmissen werden, irgendein Problem lösen. Und wenn sie das Problem lösen, dann kriegen sie dafür die Freiheit. Was ist eigentlich mit der Tür hier? Das innere Sanktum. Da werden wir so schnell wahrscheinlich nicht reinkommen, so wie sie das anhört. Okay, eine Nische, wo man irgendwas Besonderes reinlegen muss. Nur was? Wird markiert. Da. Nische mit IE. Nische, Nische. So, wieder die Statuen. Was liegt denn da hinten in der Nische? Ein Schlüssel anscheinend. Einer von den beiden, die wir brauchen. Und da ist der zweite von den beiden, die wir brauchen. Ein rotes Juwel. Ha, das passt doch super zu den... Wo sind die anderen? Da. Nee. Tun wir das mal in die andere Nische. Die Druckplatte ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Okay. Da ist wohl auch noch irgendwas. Das können wir aber später lösen. Ich denke mal, wenn wir jetzt den roten Kristall in die andere Nische packen, geht die Tür da auf. Ja, so weit, so gut. Und da geht's auch weiter. Juhu für symmetrische Dungeons. Gucken wir erstmal da lang. Hier kann es ja nicht sehr weit gehen. Und unterwegs sollten wir ein bisschen mal die Mauern angucken. Das habe ich seit diesem langen Gang vernachlässigt. Und hier geht's hoch. Ja, schön. Das heißt, wir hätten eigentlich von vornherein hier lang gehen können. So, du kommst mit. Da wieder rein. Feuer mal vorbereiten und gucken, was hier ist. Aber es ist schön, dass auf dieser Ebene nicht ganz so viele Gegner sind. Das macht das Ganze ein bisschen entspannter. Die sind echt scheiße schnell. So, und da war jetzt noch ein Feuerelementar. Genau du. Warum schmeißt er zwei hintereinander? Das war ja hinterhältig. So. Da war der eine Gegner drin. Hier war der andere drin. Kein Secret. Oh, aber die Handschuhe aus unserem Set. Schöne Sache. Auch wenn die hier zwei Stärke bringen. Hat irgendwer noch keine Handschuhe? Ja, kann er mir tragen. Ist doch auch praktisch. So, und die Hosen sind jetzt garantiert die Hosen, an die wir nicht rankommen, weil wir keinen goldenen Schlüssel haben. Das ist schade. Oh, er ist überladen. So. Und er ist krank. Ja, daran können wir erstmal nichts ändern, aber es geht ja auch mit der Zeit weg. So, und schon wieder hier.
wo wir die beiden Schlösser haben. Einmal da. Und, oh oh. Nicht umkreisen lassen, nicht umkreisen lassen. Au. So viel zum nicht umkreisen lassen. Hä? Achso, der Hebel hat die Gegner hier freigelassen. Na gut. Dann gehen wir mal ganz kurz nach oben, heilen uns hoch am blauen Kristall und machen das Ganze dann nochmal. Und den können wir jetzt, glaube ich, mitnehmen. Denn wir können hier nur von hinten rumgehen. So, ab nach oben. Da ist nicht oben. Wo ist oben? Da ist oben. Achso, wir mussten den einen Schalter drücken. Das ist der falsche. Was auch immer der macht. Darum. Ich gehe gerade einen riesigen Umweg, wie mir auffällt. Aber okay. So. Dann machen wir mal kurz einen Cut. Und in der nächsten Folge machen wir das Level ab, drücken den blauen Kristall und töten unten die ganzen Monster. Das klingt nach einem guten Plan. LP 082. Und bis gleich.